Kunden in der Softwareentwicklung, wo letztendlich häufig zumeist Industrie- und Handelsunternehmen, also letztendlich Enterprise-Segment, das ist das, wo wir uns darauf spezialisiert haben, als Wege, wenn man mal hier und da mal wieder ein Projekt hat und man wird eingekauft. Man wird zum Beispiel auch dann gefragt, wenn man selbst wenn man die Kompetenzen selbst im Haus nicht hat, mal angenommen, du bist jetzt individueller Softwareentwickler, ja, hast aber hier Transparenz geboten, ja, sehr, sehr häufige Einwände oder Hürden, würde ich mal sagen, oder sagen wir mal Ängste, Besorgnisse, ne, die man einfach hier ganz früh schon auflösen sollte. Die durchschnittlichen Vertriebler von den Top-Vertrieblern unterscheidet, dass sie letztendlich vermeintliche Nachteile, vermeintliche Einwände umkehren können und in Vorteile und in Gründe zu kaufen umwandeln können. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es wie immer um die Platzierung, Positionierung und Neukundengewinnung für IT-Dienstleister in der entweder standardisierten Softwareentwicklung, Customizing oder letztendlich spezialisiert auf individuelle Softwareentwicklung. Und sowohl bei dem einen oder auch bei dem anderen Teilbereich, auf den wir uns hier bei Klein Marketing seit geraumer Zeit spezialisiert haben, um unsere Kunden voranzubringen, zu skalieren, damit sie wachsen, ja, und letztendlich auch weiterhin prosperieren und auch in den de facto Wohlstand kommen, also nicht immer nur von Hand in den Mund leben oder letztendlich schlaflose Nächte haben, weil man nicht genau weiß, wie soll man jetzt die nächsten Monate die Mitarbeiter bezahlen oder. In diesem Video schauen wir uns mal ganz konkret an, was sind so die drei, wir haben da eine Liste mittlerweile gesammelt von, ich glaube, 27 verschiedenen Punkten, wo immer wieder im Zuge unserer Vertriebsunterstützung und Neukundengewinnung für unsere Kunden in der Softwareentwicklung, wo letztendlich häufig zumeist Industrie- und Handelsunternehmen, also letztendlich Enterprise-Segment, das ist das, wo wir uns darauf spezialisiert haben, also Endkunden, die sagen wir mal 70, 100 Millionen mindestens im Jahr machen, aber besser noch 3, 4, 500 Millionen oder vielleicht 1, 2, 3 Milliarden, je nachdem, teilweise sogar bis in Konzernebene hinein, wo wir letztendlich hier Aufträge und Projekte an Land ziehen für unsere Kunden höchst effektiv und spezifisch. Und damit jetzt mal drei Punkte rausgreifen, drei Punkte, die sehr, sehr häufig kommen, sozusagen in der Einwandbehandlung. Das heißt, hier, wo letztendlich auch viel schon verbrannter Erde sozusagen vorhanden ist im Markt, aufgrund unserer Erfahrung. Und jeder Agent bei uns hat ungefähr zwischen 2.000 und 3.000 Touchpoints im Jahr mit Entscheidern unterschiedlichster Couleur, aber letztendlich aus diesem gerade eben beschriebenen Segment. Und diese drei Punkte möchte ich hier mal kurz mit dir an die Wand schreiben. Und das eine wäre, also die drei häufigsten Einwände in der B2B-Neukundengewinnung im Enterprise-Segment. Das erste wäre mangelnde Transparenz. Das heißt, es gibt häufiger denn je Erfahrungswerte mit externen Dienstleistern, wo letztendlich, also Transparenz, ja, wo letztendlich man dann ein Softwareprojekt umgesetzt hat mit dem Dienstleister und dann letztendlich aber nicht wirklich Transparenz mitbekommen hat, in dem Sinne, dass man sagt, okay, das Softwareprojekt ist jetzt mehr oder weniger abgeschlossen, nach einem Dreivierteljahr, Jahr, 1,5 Jahre, je nachdem. Wir haben jetzt hier 150.000, 350.000, 550.000 bis hin zu 1 oder 2 Millionen Euro im SAP-Bereich, SAP CX, eShop, Kundenportal und so weiter. Auch keine Seltenheit. Haben wir jetzt innerhalb von 1, 2 Jahren haben wir investiert. Und jetzt würden wir ganz gerne sozusagen mehr oder weniger unabhängig von unserem Dienstleister, der jetzt uns hier dieses sehr gute Projekt umgesetzt hat, weiterentwickeln. Also so die Kleinigkeiten, da wollen wir gerne jetzt halt auch intern ein Team aufbauen. Vielleicht kann uns hier sogar unser aktueller Dienstleister unterstützen, intern sozusagen zu schulen, Schulungen vorzunehmen, uns beim Recruiting vielleicht zu helfen, etc. pp. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man sagt, okay, hier baut jetzt mein Kunde intern ein Team auf, das ist so mehr oder weniger ein Mitbewerb zu mir. Auf der anderen Seite, wenn das ist, was dein Kunde will, und das ist ein Stück weit natürlich auch ein
vertriebliches Geschick, ja, den Kunden dahin zu führen, wo es am sinnvollsten ist für beide Seiten. Und wenn dein Kunde sich entschieden hat, auch intern Know-how aufzubauen, das ist in der Regel immer der Fall. Welcher Kunde ist schon gerne komplett auf alle Ewigkeiten? Also wir reden hier, wie gesagt, Enterprise-Segment-Kunden mit 500 Millionen Euro Umsatz oder 100 Millionen Euro Umsatz, wäre schon gerne komplett abhängig und möchte nicht auch interne Kompetenzen aufbauen. Dann würde das sowieso tun, mit oder ohne dir. Also dann warum nicht gleichzeitig auch hier wiederum die Dienstleistung anbieten, um dort den zum einen wiederum weiter zu verkaufen, Schulungen intern sozusagen zu unterstützen, zum anderen den Kunden zu halten und einen guten Eindruck zu hinterlassen, eine gute Referenz, eine gute Kundenbewertung sozusagen einzufahren und dann gleichzeitig letztendlich aufgrund dessen, dass eben dieses sehr gute Projekt auch sozusagen erstmal auch im Guten auseinandergegangen ist oder letztendlich auch auf die individuellen Wünsche des Kunden eingegangen ist, hier fortfolgende Projekte natürlich dann auch wieder erste Wahl ist. Da wird dann nicht extra wieder hier Ewigkeiten ausgesucht und so weiter. Man wird dann letztendlich zum sogenannten Listed Dienstleister, also Listed Service Provider, also gelisteten Dienstleister. Das heißt, man hat dann intern ganz kurze Wege, wenn man mal hier und da mal wieder ein Projekt hat und man wird eingekauft. Man wird zum Beispiel auch dann gefragt, wenn man die Kompetenzen selbst im Haus nicht hat, mal angenommen, du bist jetzt individuelle Softwareentwickler, ja, hast aber hier Transparenz geboten, ja, hast hier ein Projekt auf die Füße gestellt und für eine halbe Million gutes Geld verdient mit einer Marge, so mal mit 200.000 Euro. Und ja, dann, und die brauchen andere Dienstleistungen, vielleicht gar nicht in deinem Ressort, dann würden sie eventuell vielleicht trotzdem dich fragen, ob du nicht vielleicht jemanden kennst, weil man natürlich immer davon ausgeht, wenn man mit jemandem sehr zufrieden ist, dass der wiederum andere, auch wiederum gute und sehr qualitativ hochwertige Dienstleister vielleicht bei Randthemen oder tangierenden Themen, IT-Themen, in seinem Netzwerk hat. Ne? Weil gute Leute kennen gute Leute, schlechte Leute kennen schlechte Leute sehr häufig. Ne? Genauso wie bei Mitarbeiter einstellen. Ja? C-Mitarbeiter stellen grundsätzlich nur C-Mitarbeiter ein, A-Mitarbeiter nur A-Mitarbeiter. Das ist genau dasselbe Prinzip. Ja? Gleiches gesinnt sich gerne mit Gleichem. Und dann kannst du unter Umständen hier dein Partnernetzwerk weiter ausbauen, kannst hier eventuell eine Provision einfahren und trotzdem wiederum bei Geld verdienen, auch wenn nicht direkt das Ganze über dich läuft, eventuell sogar eine sehr gute Provision und du musst eigentlich gar nichts dafür tun. Das ist einfach nur eine Vermittlerrolle, ein Vermittlerjob, also eine partnerschaftliche Geschichte über dein Netzwerk. Also Transparenz lässt sich wirklich langfristig sehr stark aus, es bringt überhaupt nichts, ja. Irgendwie was in der Blackbox zu bauen, Software, und dann sozusagen in der Hoffnung, dass dein Kunde dich niemals verlässt oder hier auf ewig von dir abhängig wird und so weiter, das funktioniert in der Praxis grundsätzlich nie. Ja? Ganz ehrlich, im Kleinen wie im Großen, ja, also wenn ich jetzt jemanden eine Webseite hinstelle oder da unterstütze, ja, für ein paar tausend Euro oder sowas, ne, eine kleine Salespage und so weiter, sobald er die selber irgendwie weiterbauen will, dann soll er sie selber weiterbauen. Ja? Also ich zwinge da niemanden dazu, mich auf ewig da zu beauftragen. Und das zahlt sich natürlich, weil das ist natürlich eine vertrauensbildende Maßnahme, und das zahlt sich in der Regel immer mehr aus letztendlich, ja, als wie wenn man so krampfhaft versucht, einen Kunden zu behalten. Das ist ja auch ein Zeichen von Schwäche, ja, und auch ein Zeichen von Inkompetenz, was Vertrieb, ja, Business Development und Ähnliches auch betrifft, ne, Marketing generell. Die zweite sehr, sehr häufige Einwände oder Hürden, würde ich mal sagen, oder sagen wir mal Ängste, Besorgnisse, ne, die man einfach hier ganz früh schon auflösen sollte im Zuge des Vertriebs, der Neukundengewinnung, ist letztendlich bei kleineren zum Beispiel, die sehr viele externe Freelancer und nicht so richtig große Dienstleister immer wieder onboarden, ist das Risikomanagement. Ja, Risikomanagement in dem Sinne, dass man sagt, wir haben bis jetzt immer extern, weil wir intern nicht zurechtkommen mit Ressourcen und Know-how, immer extern über Vermittler, über Headhunter und so weiter, immer extern Freelancer und so weiter gesourced. Ist gang und gäbe. Da gibt es Millionen von Freelancern, die so einfach auch Geld verdienen. Und jetzt hätten wir ganz gerne eine Stufe weiter, jetzt hätten wir ganz gerne sozusagen etwas größeren Dienstleister, häufig so wie meine Kunden sind, dass sie sozusagen schon 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter oder wiederum Freelancer haben. Letztendlich aber hier so diesen zusätzlichen Mehrwert bieten, das ganze Risiko zu managen, was letztendlich die Ressourcen betrifft. Das heißt,
Man sucht jetzt hier auf Kundenseite ein Industrieunternehmen, Handelsunternehmen, Medizin, Baubranche, Elektrobau, Maschinenbau etc. pp. Man sucht jetzt hier einen Dienstleister, der ganz gezielt sagt, okay, wir übernehmen auch so ein Stück weit das Projektmanagement. Das heißt, im Klartext, wenn mal ein Entwickler krank wird, ausfällt, sonstiges, dann übernehmen wir die Verantwortung dafür. Dafür ist man auch bereit, ein Stück weit mehr Tagessätze, Stundensätze zu bezahlen. Und das ist sozusagen der erste Stein, der dann ins Rollen gerät, der Schneeball sozusagen für eine Skalierung, du als Dienstleister, weil du jetzt natürlich Projektgeschäft sozusagen komplett abwickeln kannst oder zumindest da jetzt reinwachsen kannst, wenn das der Fall ist. Das heißt, der Einwand hier, der eigentlich ein Einwand ist, ne, so dieses Risikomanagement, könnte das auch und so weiter, ist letztendlich in Wirklichkeit ein Vorteil, ist letztendlich etwas, wo du für dich verwenden kannst im Vertrieb, insbesondere natürlich, wenn du wachsen möchtest und auch bereit bist, in dieses Projektmanagement reinzugehen und letztendlich nicht nur immer quasi punktuell einen Mann zu verkaufen, sondern ganze Teams. Ja? Und das ist ja auch letztendlich der Grundstein, der dann gelegt wird, für dich als IT-Dienstleister, Softwareentwickler zu wachsen, ja? Wenn du also 5 Leute 5 Mann auf einmal verkaufst, ja, oder schrittweise, ja, an einen Kunden. Das ist ja genau das, was du eigentlich haben willst. Also das ist häufig immer so ein Besorgnis oder sowas, das du natürlich umdrehen kannst, umkehren kannst. Das ist ja auch sozusagen, was die, sag mal, die durchschnittlichen Vertriebler von den Top-Vertrieblern unterscheidet, dass sie letztendlich vermeintliche Nachteile, vermeintliche Einwände umkehren können und in Vorteile und in Gründe zu kaufen umwandeln können. Ja? Das ist zum Beispiel eine von den vielen Beispielen. Das dritte, ganz kurz noch, weil die Batterie gleich zu Ende, ich hoffe, es geht noch, ist Domainwissen, das Thema Domainwissen. Besonders bei so speziellen Firmen und so weiter, Maschinenbau und großen Sachen, wo man einfach Angst hat, okay, ich muss jetzt erstmal hier diese externen Softwareentwickler, muss ich erstmal ewig aufbauen, 6, 8 Monate oder sowas, bis der erstmal dieses Domainwissen bei uns sozusagen zusätzlich zu ihrer externen Kompetenz mit aufgebaut haben, wo, dass sie so richtig produktiv werden. Das aber auch wiederum kannst du mit verschiedenen, ja, Einwandbehandlungen kannst du umkehren in Vorteile. Du kannst sagen, okay, wir bringen ja auch Domainwissen von unserer Seite, insbesondere wenn du branchenspezifisches Know-how hast. Das heißt, du hast schon mal branchenähnliche Firmen oder vielleicht sogar Mitbewerber von dem jetzt aktuellen Neukunden, ja, branchenspezifisches Know-how hast. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, technologisch-spezifisches Know-how. Ja? Technologisch-spezifisches Know-how. Ja? Und kannst sagen, okay, ja, du kommst aber letztendlich, du brauchst ja externe Dienstleister, suchst jemanden, der sozusagen da langfristig reinwächst. Und das ist ja genau auch unser Ding. Und zusätzlich noch hast du den großen Vorteil, dass wir ja noch andere Kunden auch noch haben. Das heißt, du bekommst ja sozusagen hier indirekt über uns, den externen Dienstleister, Zugriff auf unser spezifisches branchenprojektspezifisches, technologisch-spezifisches Domainwissen, welches ja mir mitbringt, das du dir intern niemals selber aufbauen könntest, weil du ja keinen sozusagen Zugang hast zu teilweise angrenzenden oder tangierenden Firmen und anderen Konzernen und so weiter, ja, wo du sozusagen über uns, über 2, 3 Ecken rum, ja, letztendlich indirekt, ja, hier von Erfahrungswerten profitieren kannst. Ja, das ist jetzt mal so ganz kurz abgerissen in der Nutshell. Wir haben natürlich da ganz große Skripte und so weiter, also ganz andere noch detaillierte Dokumente, die wir da erarbeitet haben über die Jahre und Monate, wie wir auch diesen Einwand quasi aushebeln und sozusagen zum Vorteil, zum Grund, zum Kaufgrund umwandeln. Ja, okay, alles klar. So, jetzt glaube ich, sind die Putzfrauen auch schon gerade am Marsch, weil hier ist gerade Samstagabend. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Hol dir bei uns unbedingt eine Strategiesession. Wenn du jetzt nicht in Beratung, aber auch Vertriebsunterstützung, also operative Unterstützung, ja, interessiert bist, hier bei klein-marketing.com oder einfach hier unten in den Shownotes oder hier oben, wenn du es auf LinkedIn siehst, das Video, und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du dich bei uns meldest für ein erstes kostenloses Erstgespräch und schauen wir, ob wir da zusammenkommen, ob wir weiterhelfen können. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Thomas Klein. Happy Hunting. Ciao, ciao.